Einen wunderschönen Willkommen zu FIFA 21 Karriere mit dem SK Sturm Graz. Hier aus der Merkur Arena strahlend schöner Sonnenschein. Was will man mehr? Und es geht im zweiten Spiel gleich gegen den Rekordmeister. Gegen, oder ja, dem eigentlich amtierenden Serienmeister, gegen Red Bull Salzburg. Otto Kitaschwili im letzten Spiel gleich einmal 4 Tore erzielt. So, Sturm Graz will hier natürlich wieder gewinnen. Vierländer wäre frei gewesen. Schlechte Passentscheidung. Und letzter Kue, die Flagge geht an die Friesenbichler. Mit der Riesenchance. Aber noch immer Friesbichler, Chance ist nicht vorbei und ganz knapp am Tor vorbei. Ei, ja, den hat er verrissen. Ganz knapp an der Führung vorbei. Schlägt man sich gut gegen Salzburg. Und Friesenbichler verschläft hier. Ah, Friesenbichler, was ist los? Er will nicht. Oder noch nicht. Vielleicht wird er ja noch. So, Anstoß. Ah, Anstoß. Eckball will ich sagen. Der war knapp. Aber nur ganz knapp drüber. So, Dante. Dante geht weiter. Ja, geht hier seinen Weg. Flagge auf. Kitaischwili kommt hier nicht ran. Und Eckball, Sturm Graz. Holländische Flaggen, okay. Oh, die nächste Chance für Sturm Graz. Spiel Jakob Janča scheitert an Stanković. Kein Abseits, da hätte er noch 2-3 Schritte nach vorne machen können. Ja, bislang Sturm Graz mit den besseren Möglichkeiten, mit mehr vom Spiel, aber Salzburg hätte Gegner, Berisha, Teamhandel, wow,
Boah, was war denn das jetzt? Gut gemacht von der Abwehr. So, natürlich Sturm Graz wieder. Jakob Janča, der Ball. Und er ist jetzt im Aus. Mit dem Pass. Oh. Man kommt zu Chancen und Chancen. Man kann sie irgendwie nicht verwerten. Es ist laut hier im Stadion. Black is go. Black is go. Jetzt, au, Kitaishvili wieder ins ausgeschlagene Ball seitens Salzburg. Wieder ist es Kuhn, wieder ist es Kuhn. Oh, da war noch die Latte im Spiel. Sturm hält, macht hier die Sache gut, aber Tor ist noch keins gefallen, da wird Friesenbichler. Der Friesenbichler noch nicht warm in dieser Saison. Erstes Spiel konnte er jetzt nicht wirklich viel anrichten. Auch hier heute jetzt ein bisschen, als würde er noch schlafen, aber jetzt da, hier Länder! Friesenbichler! Aber der war dann schon in der Zeit. Was für Chancen hier. Ja, beim Schuss dann im Abseits. Der Ball will einfach nicht ins Tor. Janča. Ah, verliert hier den Ball, wird hier gedoppelt. Salzburg. Weg mit dem Ball. Salzburg noch immer. Jetzt der Dante wieder. So, QM. Auf Jakob Janča. Jakob Janča. Von hier Länder. Und wir gehen in die Pause. 0:0 steht es hier. Eindeutig hat hier Sturm Graz mehr vom Spiel, aber die Chancen, die gehen einfach nicht rein. Man kommt immer wieder nach vorne, aber dann auch die starke Salzburger Abwehr, die hier vieles zunichte macht. Auch Stankovic im Tor, der hier Bälle hält. Unglaublich. Friesenbichler. Morgen wieder kein Faktor, vielleicht in Hälfte 2. Das ganze Stadion. Wo ist es, das ganze Stadion? Man hört es nicht. So, Salzburg will hier natürlich den Treffer machen. Sturm macht er nicht. Oh, gute Abwehr von Dante. So, Kitaishvili. Na, Janča entscheidet sich, hier stehen zu bleiben. Bitte. So, wieder Lukas Jäger. Janča, keine Zeit. So. Jetzt pfeift es. War, glaube ich,
ein Pass. Ah, das war ganz, ganz knapp. Ganz knappes Ding. Freistoß für Salzburg. Und Siebenhandel mit der Parade. Ja, Friesenbichler jetzt aus dem Spiel genommen. Eckenballer wird jetzt ins Spiel kommen. Wohl die bessere Entscheidung jetzt, um nach vorne eventuell etwas anrichten zu können. Was war das jetzt? So, Salzburg. Und ja. Tatsächlich macht Salzburg den ersten Treffer. Das ist böse. Es ist nur eine Flanke und war gut gespielt. Hatzendacker mit dem Treffer zum 1:0 für Salzburg. Das macht die Aufgabe für Sturm jetzt natürlich nicht einfacher. Auch wenn jetzt Beckenballer im Spiel ist. Ballei und Tor! Beckenballer macht das, was Riesenbichler schon lange hätte machen müssen. Nämlich ein Tor. Zwar nur zum Ausgleich, aber wichtig. Trotzdem ganz, ganz wichtig. 1:1, ein schneller Ausgleich. Kuhn mit der schönen Flanke und Ballei mit einem wuchtigen Kopfball. Keine Chance für Stankovic. Salzburg wieder in Ballbesitz. Gute Verteidigung, Ingolic, aber war zu viel für den Schiedsrichter. Freistoß, Amalio geht raus. Christensen kommt rein. Oh, wow, gut reagiert von Siebenhandel. Ich weiß nicht, wäre ja sowieso vorbeigegangen der Ball. Hier sehen wir es gleich. Ah, ja. Da wäre sonst von der Latte zurück gesprungen in den Strafraum. Wieder Tante und Abstoß. Vitri. Jäger macht heute eine gute Partie. So, Ball auf Hierländer mit dem 2:1. Der Führungstreffer. Der Kapitän himself macht die Führung. Ah, Janča war es, nicht Baller. Entschuldigung, Janča war hier beteiligt. Konnte noch keinen Treffer sich verbuchen, wird aber schon noch kommen. Ist aber ein wichtiger Faktor bislang noch. Und schon gerade zum letzten Spiel auch heute. Gut verteidigt. Lukas Jäger. Ah, zu weit. Geht raus. So, Lubitsch für Jäger.
Bierländer mit seinem ersten Saisontreffer. Spitzenspiel gegen Red Bull Salzburg. Also Salzburger machen auch selber oft viele Fehler im Passspiel. Kommt hier noch ran an den Ball, legt sich aber zu weit vor. Ah, jetzt der Tactical Defending Ausfallschritt. Der auch schon lange nicht mehr gemacht habe. Aber der 81. Spielminute, knappe Führung für Sturm Graz. Salzburg lässt natürlich nicht locker. Sturm verliert immer wieder irgendwie den Ball. So, Nemeth. Und Fehlpass. Den darfst du so nicht machen. So, Kuhn. Ah, ist er zu langsam, der gute Kuhn. Ex-Mattersburger. Boah, was geht hier ab? Boah, Verteidigung. Alter, alter, alter. Ja, das wäre fast in die Hose gegangen. Aber Gott sei Dank der Ball drüber. So. Philipp Husbeck kommt ins Spiel für Kuhn. Lubitsch. So, Philipp Husbeck. Da, abseits. Nein. War das wirklich so? Ja, okay, man weiß nicht, wo drüben, wer an der drüben Seite stand. So, Janča, Husbeck. Husbeck und macht es selber! Tor! 3 zu 1. Wow. Geiler Treffer und der entscheidende Siegtreffer. Da freut sich auch Jörg Siebenhandel. Das Stadion bebt. Wow, Philipp Husbeck, der macht es selber. Ins kurze Eck reingeschoben. Schöner Treffer hier. Wow. Und macht den ersten Saisontreffer. 3 zu 1. Und das ist der Sieg. Wir besiegen Red Bull Salzburg zu Hause mit 3 zu 1 mit einer grandiosen Vorstellung. Hart erkämpfte 3 Tore, aber wir haben sie gemacht. Salzburg hat gut dagegen gehalten, aber Sturm war dann am Ende einen Tick besser und daher verdient der Sieg gegen Salzburg. Alai, Hirländer und Husbeck. Alles begann mit der Auswechslung von Friesenbecher. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Einen Daumen nach oben, ein Abo nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, danke fürs Zusehen und Bussi aus Bachi. Euer Lizinator.